weltberühmt auch die Bilder dieser Stadt. Die Sixtinische Madonna, der Canaletto-Blick von Bernardo Bellotto, Ludwig Richter. Ein Wahnsinn Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Eine Sensation. Diese Ausstellung 1905, damals hier in Dresden. Diese Farben, dieser Mut, diese Fantasie. Und die Künstler nannten sie ganz einfach Brücke. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir zu anderen Planeten.
reisen. Auf einem anderen Planeten fliegen und dort mal landen. Ich würde dort forschen. Ich würde gerne auf dem Mond gegen die spielen, aber halt nicht mit Trikots oder so, sondern mit Raumanzügen. Ich würde mal gerne angeln mit meinem Papa. Wenn ihr glücklich sein wollt, dann verwirklicht euren Traum. Ich wünsche euch, dass ihr gute Träume macht.